Ja, halli, hallo, liebe Flak-Freunde, ich bin's, der Tenshi, und wir spielen RoboCraft. Vorneweg, Leute, es ist Donnerstag, es ist ungefähr, nein, warte, es ist Freitag, 1.47 Uhr. Ich habe nach dem Stream, der ungefähr 0 Uhr ging, nochmal Counter-Strike eine Runde gespielt und jetzt nehme ich endlich auf, damit das heute, Freitag, noch rauskommt, das Video. Ich sag mal so, es ist so aktuell wie möglich, ja. Ich lasse sogar eine Folge, die ich vorweg aufgenommen habe, die lasse ich sogar ausfallen. Die werfe ich einfach weg oder die mache ich dann irgendwann später mal hochladen oder so. Also, passt auf. Die Flaks sind rausgekommen und mit der Flak auch noch ein paar Änderungen, also ein paar Bugfixes und so weiter. Die habe ich jetzt nicht alle im Kopf. Also, ich kenne jetzt nur ein paar Details, was die Flak angeht. Die Flak, Leute, wo ist die Flak? Die Flak findet man bei Hardware. Da ist sie. Oh, wunderschön, wunderschön. Aber Leute, guckt mal den Preis. Passt auf, der Preis von dem Ding ist 11 Millionen. Ich brauche mindestens zwei. Hier sieht man auch nochmal, erstmal, was ist die Flak? Ja, die hat, was, 62.000 Leben. Wie viel hat denn so ein Heilding zum Beispiel? 18.000. Ja, hält ordentlich was aus. 18.000 für Plasma. Was hat der Mega-Laser? Der Mega-Laser hat 31.000. Das Ding hat 62.000 Leben. Hält also eine ganze Menge aus. So, das Ding braucht aber 300 CPU. So ein Mega-Laser braucht 250. Das heißt, das Ding braucht mehr als Mega-Waffen. Nein, hier wie ein Mega-Plasma. Wie ein Mega-Plasma braucht das Ding. So, weiterhin, das Ding hat, macht Damage, 31.000 Damage. Ja, das, was macht so Mega-Plasma? Mega-Plasma macht Max-Damage 14.000. So, mal 2 steht da, weil der 2 Schüsse macht. Also ist jetzt, ja, ordentlich. Und jetzt kommt das interessante Fire-Rate per Weapon. Das heißt, wenn man eine Waffe hat, dann hat man eine Fire-Rate von 0,7 Sekunden, steht da. 0,7 Sekunden? Wow, das schießt jede Sekunde, okay. Und wenn man 2 Waffen drauf hat, dann schießt das 0,63 Sekunden. Wenn man 3 Waffen hat, 0,606. Und wenn man 4 hat, hat man 0,6. Also 4 Waffen sind das Maximalste, ja, um schnell zu schießen. Das heißt aber auch, dass man eigentlich nur 2 Waffen braucht, um auf das Maximal zu kommen, ja. Huh, ich habe 23 Millionen. 22 Millionen kostet das Ganze, also ganz knapp kann ich mir 2 leisten. Ja, also das ist schon so eine Sache. Ich habe das Ding noch nicht gesehen. Oh, schön. Die sind riesig, ja. So, ups. Ich würde mir gerne mal was anderes auswählen, hier irgend so ein Cube. So, die sind riesig, die Dinger, wie man sieht. Und interessant, wie die funktionieren. Passt auf, man schießt die Dinger in die Luft, wie ein Plasmaschuss. Das heißt, man muss auch bei dem Gegnern vorzielen, okay? Ganz wichtig, man muss vorzielen. Und die explodieren automatisch, wenn... Moment. Also sie explodieren automatisch, wenn da ein Flugvieh in der Nähe ist, okay? Und die Explosionsradius, der soll so groß sein wie der Mega Bay, steht da. Das hier, was ihr hier seht, Leute, ist der Mega Bay. Dieses riesige Garagending ist der Mega Bay. Das heißt, die haben einen Explosionsradius von dieser fetten Garage. Das heißt, vorbeischießen ist sehr schwer. Also wer da nicht trifft, weiß ich nicht. So, das ist schon mal sehr gut. Also man schießt einfach nur ungefähr dahin, also vorzielen. Wenn das in der Radius ist, dann explodieren die Flakgeschütze. Weil wenn man ja weiß, Flakgeschütze explodieren ja in der Luft immer. Und dann machen die Schaden. Und zwar halt ihre Blablabla-Schaden. Was waren das? 40.000 Schaden. Auf Bodenfahrzeugen machen sie nicht mehr so viel Schaden, bloß noch die Hälfte oder so. Also machen sie auch ein bisschen was. So, der Nachteil bei dem Ding ist ja, wie man ja vielleicht schon sehen kann, erstens riesig, zweitens 300 CPU. Das heißt, wenn man 2 Waffen drauf hat, hat man schon 600 von 1500 schon weg. Ja? Also hat man bloß noch 900 oder so. Bedeutet man, und die sind scheiße schwer, die sind bockschwer, die Dinger. Mal gucken wir mal kurz, die haben ein Gewicht von 4,5 Tonnen. Ein Megaplasma hat ein Gewicht von Masse? Was? Moment, habe ich mich gerade verguckt? Nochmal kurz. 4,5 Tonnen, ein Megaplasma hat gerade mal 37 Kilogramm? Was? Das ist sogar mir gerade zu hoch. 4,5 Tonnen und Megaplasma wiegt ja gar nichts dagegen. Das ist ja ein Scheißdreck. Die Dinger sind richtig schwer.
normaler Plasma hat gerade mal 25 Kilogramm. Und ich sag mal, hier so ein Mega-Laser hat 27 Kilo. Boah. Die zwei Dinger zusammen sind 9 Tonnen. 9 fucking Tonnen. Alter, und das muss man erstmal bewegen, ja. Da bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit, die zu bewegen. Entweder vielleicht mit so Mega-Leaks. Ich weiß gar nicht, was die Masse. Die wiegen 5,5 Tonnen, oder? Nein, die wiegen 55 Tonnen! Ach, Mega, das ist ja auch ein Megabein. Moment, hier ist ein normalen Bein, müssen wir haben. 37 Tonnen wiegt so ein Mega. Alter. Hier, diese Ketten wiegen zum Beispiel 37 Tonnen. Jetzt ist die Frage, ob wir das mit einem Megabein machen? Oder ob wir fahren. Ein Megabein wäre natürlich besser, um sich zu positionieren, weil wenn man die Wände hochlaufen kann, dann müssen wir mal, bevor ich das mache, gucken wir uns das lieber mal an. Habe ich denn selbst ein Mega gebaut? Nee, ich glaube nicht. Das heißt, ich muss die Megabeine aus dem Kenter rausholen, kurz. So. Ach ja. Select Robot. Na, da haben wir ihn. So. Kann man die Beine also auch CPU-technisch überhaupt verwenden? Hä? Warum kann ich die nicht bauen? Ach, stimmt ja, man muss die irgendwo dran pappen. Okay. So, sorry. Müsste jetzt ein bisschen hochgepusht werden. So. Eins. Ah. Ja, doch, das passt. Theoretisch könnte man also ein Megabot bauen mit Beinen, der damit rumläuft. 806 CPU gerade mal weg. Könnte man machen, wenn man das möchte. Möchte ich jetzt auch. Schieben wir den mal ein bisschen rum. Dann bauen wir uns so ein. Also ich möchte heute eine Baufolge machen. Wir bauen uns das Ding. Weil Anjo musste leider schon ins Bett, weil der hat nicht so einen beschissenen Schlafrhythmus wie ich. Dementsprechend ist der schon im Bett. Und ich baue jetzt trotzdem, damit ich ein bisschen was Aktuelles zeigen kann. Und wir können vielleicht noch im Testraum oder im Singleplayer rumballern. Was wir allerdings machen werden, ist... Moment, erstmal hier mal kurz alles zumachen. Warum mache ich denn nicht Dings hier? So. Wobei ich am Überlegen war, ob ich ein Glas draus baue. Alles mit Glas. Bin mir noch nicht sicher. Machen wir es erstmal damit. Wir haben ja 3000 Blöcke davon. Hey, wieso habe ich 3000 Blöcke? Habe ich nicht letztens, als ich den Mega gebaut, als ich den Bot nachgebaut habe, irgendwie Probleme mit Blöcken? Keine Ahnung. Okay. Hier würde ich eine Schürze draus basteln. Damit das hoffentlich ein bisschen gut aussieht. So. Und es gibt viele Leute, die haben also im Stream, ich habe ja heute gestreamt, wir... Hä? Hä? Hab ich ja zu viel gebaut, okay. Ich habe ja heute gestreamt. Nein! Was mache ich denn? Oh! Ich habe halt gestreamt und da haben schon einige gesagt, die finden die Dinger scheiße, weil die irgendwie... Man hat kaum noch CPU, man kann also schlecht... Warte mal, ist das nicht mittig? Das ist nicht mittig. Meine Fresse. Nochmal. Man kann wenig Schutz bauen, heißt es. Das heißt, dass man die ganz schnell mit Laser oder sowas kaputt machen kann. Finde ich aber gut. Finde ich gut, da hat FreeJam endlich mal irgendwie mitgedacht oder so. Weil dadurch hat man jetzt nämlich dieses Schere-Stein-Papier-System. Die Boden von... Hä, das ist ja immer noch nicht mittig. Willst du mich verarschen? Oh, das gibt's doch nicht. Willst du mich... Ey, das ist doch... Humbug, Mann. Humbug! Weg, weg, weg. So, mal kurz schauen. Aha. Das ist einiges. So, jetzt ist mittig. ja. Das heißt für mich, ich habe es noch nicht gespielt. Ich kann es nicht sagen. Aber für mich sieht das so aus, wenn ich als Flugzeug unterwegs bin, muss ich warten, bis die Bodenfahrzeuge es geschafft haben, die Flaks auszuschalten. Ja, damit man als Flugzeug dann irgendwie eine Chance hat. Das finde ich gut. Die Frage ist nur, wie lässt sich das im Spielgeschehen auch umsetzen? Ja, ist das dann auch ordentlich? Das ist so die Frage.
Ja, sorry Leute, ich muss erstmal noch ablutschen, das ist ganz wichtig. Die Folge könnte auch ein bisschen länger sein, weil ich möchte nur eine Folge machen, nicht zwei Baufolgen oder drei oder vier oder sonst was. Das heißt, ich hoffe, ich brauche echt nicht zu lang. Kann man die nicht noch näher setzen? Es wird so ein bisschen zu... Ah, warte mal, die müssen, ein bisschen breit muss es ja auch sein. Aber wenn es dann hier durchgeschossen wird, boom, dann ist komplett alles weg. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ein bisschen eng muss es ja sein. Die Frage ist ja, wie macht man so eine Flak? Weil die an sich haben die ja richtig viel HP. Das heißt, die schützen sich von sich aus ja schon alleine. Allein das ist der Grund ja schon, die zu verbauen. So, mal kurz gucken, was die am mindestens Abstand ist, den man hat. Vor allem, wie schießt man dann am blödsten, wenn die nebeneinander sind? Schießen die auch direkt dahin, wo sie hinschießen sollen? Alter, was mache ich denn? Hardware, hier. Ich bin schon ein bisschen durch den Wind, wie gesagt, schon ein bisschen spät. So. Was? Ach so. Wenn die schwarz sind, dann funktioniert. Hä, das ist total komisch. Hier. Maximalabstand ist das. So, okay. Das merken wir uns. Hier. Sie haben auch mehrere Hardpoints, die Dinger. Die haben unten. Haben die hier. Erstmal der 1, 2, 3, 4, 5 oder so. 5 Hardpoints haben die, glaube ich. Das müsste man eigentlich ausnutzen und sagen, dass man da mal so ein bisschen baut, dass die nicht weggeschossen werden. Zumindest nicht von vorne. Aber ich glaube nicht, dass das jemals passiert. Also, bin mir da nicht so sicher, dass das jemals... Also ich wollte es ein bisschen höher bauen, damit man unten vielleicht ein bisschen mehr... Damit das nicht so beschissen aussieht. So. Der sieht am Anfang, sieht meine Bots sehen ja immer beschissen aus am Anfang. Auch später vielleicht. Kann sein. So. Bauen wir erstmal wieder so ein grobes Ding. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht was ersetzen können mit den Stangen. Die waren ja auch immer ganz schick. So. Und dann seht ihr jetzt mal die Hardpoints. Da gibt es bestimmt Leute, die schon richtig geile Flak-Dinger gebaut haben. Da möchte ich mir nichts vormachen, weil das Update ist jetzt schon einen ganzen Tag draußen. Da gibt es schon genug Freaks, die da alle schon, die das schon wieder totgesuchtet haben. Und natürlich die Schwachstellen und den ganzen Schmarrn schon rausgefunden haben. Davon gehe ich aus. So. Ja, sieht schon ganz edel aus. Dann denke ich mir gerade so, wir könnten ja sowas machen. Gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja. Dann schrägen. Dann machen wir hier so einen schönen... So. Schwarz ist vielleicht wieder die falsche Farbe, aber ich habe gerade... Die ist eigentlich gerade eingestellt. So. Nur vorne haben wir hier das Problem, wenn die hier durchballern, dann ist das ganze Ding sofort im Arsch. Von oben Schuss. Bam. Und das Ding explodiert einfach nur noch. Das könnte problematisch werden. Wie lang sind eigentlich diese Stangen? Haut auch nicht hin. Schade. Sonst hätte man hier vielleicht so noch eine Verbindung bauen können. Nochmal extra sinnlose Verbindungen. Ja, ich sag extra sinnlose Verbindungen. Weil es ist ja ein bisschen voll sinnlos. Heißt ja trotzdem, dass wir hier vorne durchballern können. Das heißt, hier machen wir schön dick. Da müssen wir ordentlich auffüllen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wie viel CPU haben wir denn noch? Wir haben jetzt noch 500. Ja, das ist nämlich das Schwierige. Das jetzt auch noch so balancen, dass es funktioniert. Und man kann auch keine anderen Waffen drauf machen. Ja, man ist eine pure Flak. Das finde ich aber gut. Ich finde das geil. Ich finde das geil, Leute. Ich weiß nicht, wie oft ich heute schon gesagt habe, das finde ich gut. Ich weiß es nicht. So, ich werde, glaube ich, Moment, kann man hier, ich möchte hier so eine Dinger dazwischen bauen, falls das klappt. Ah, die verbinden sich dann wieder nicht. Das ist natürlich doof, weil die sind dann wieder, ja, ist wieder ein Block dazwischen. Dann machen wir das so. So. Nein, falsch. So und so. So ein bisschen versetzt. Und dann hier hinten machen wir das gleiche nochmal. Einfach nur, um mehr Verbindungen zu kriegen. Nur für mehr Verbindungen. Für mehr ist das nicht da. In der Hoffnung, dass wir dann von oben nicht so schnell weggeballert werden.
So. Mehr ist das nicht. Ob das jetzt wirklich was bringt, keine Ahnung. Ach, shit. Jetzt habe ich vergessen, das hier anzumachen. Naja, kriegt man noch hin. Hoffe ich. Ich habe ja bloß hier hinten zugefüllt. Von daher sollte das ja eigentlich funktionieren noch hier. So. Okay. Sehr schön. Dann können wir mal gucken, ob wir hier vielleicht kleine Verbindungen machen. So. Das sieht nicht nur schöner aus, sondern hat eigentlich auch einen gewissen Mehrwert. Einen gewissen Schutz. Vielleicht hier mit Kurven noch hantieren. Bin mir gerade nicht sicher. Ups, bisschen falsch gedreht. Das könnte zumindest hinten ganz gut kommen. Ich glaube, das mache ich nur hinten und vorne mache ich normal. Weil von vorne sieht das vielleicht komisch aus. So. Hinten machen wir das. Und seitlich machen wir das auch. Seitlich finde ich es auch ganz gut. Wir müssen ja auch ein bisschen ans Design denken. Nur CPU-technisch könnte natürlich noch ein bisschen schwach werden hier. So. Hm. Ja, doch. So. Wie gesagt, so ablutschen ist immer ganz wichtig. Da machen wir mal die Schürze weg. Die brauchen wir da nicht mehr. Was war das denn gerade? Ich dachte gerade, ich kann nichts mehr setzen. Boah, wie schön einen Schiss gekriegt gerade. So, natürlich, das Problem ist natürlich der Hardpoint hier, ne? Der wird schnell weggeballert. Also. Machen wir so. Dann wird er vielleicht nicht ganz so schnell weggeballert, der seitliche. Okay. Dann müssen wir hier aber tatsächlich noch dazu beitragen. Hier kommt noch eine Art Schürze rein. So. Ja, das sieht dann von vorne besser aus. Und dann machen wir hier noch zu. So. Dann noch ein paar Schrägen. Okay, dann nehmen wir die mal. Also ich sehe gerade gar nichts, aber es funktioniert. Finde ich witzig. So, ja. Boah. Ich glaube, ich färbe die gleich echt um. Ich mache die weiß. Das nervt ja tierisch. Hä? Lol, der war auf weiß eingestellt, aber ja. So. Einfach, damit wir besser bauen können. Das ist ja richtig krass gewesen gerade. So. Okay. Dann können wir hier auch so machen. Okay, das sieht doch schon ganz schick aus. Die Außenstelle hier meine ich natürlich. Hier nehme ich noch ein langes. Ich habe jetzt hier, ich muss jetzt natürlich gestehen, ich habe jetzt hier noch nicht so viel hineininterpretiert, was die ganze Triforcing oder wie man das immer nennen soll. Ah, shit. Oder reicht das, eins nach unten zu setzen? Nee, das muss noch weiter runter. Aber da ist ja das jetzt. Dem, dem, dem. Okay, da können wir doch nur die kleinen nehmen. Ne, Triforcing-technisch habe ich jetzt hier noch, mir noch nichts irgendwie dabei gedacht. So, ich mache das jetzt. Ich mache es einfach. Ich haue es gerade einfach nur rein. Und versuche jetzt noch irgendwie voll zu kriegen, was glaube ich echt schwer wird. Hier noch irgendwie was Vernünftiges zuzuzimmern. Und so, dass es vielleicht noch gut aussieht. So vielleicht, ja, hm. Ganze Blöcke haben mehr, halten mehr aus, Leute. Das muss man vielleicht noch mit bedenken. Ganze Blöcke halten eigentlich mehr aus. So, hier, nee. Ich hätte natürlich auch mal diese ganz runden Blöcke und sowas verwenden können. Hätte ich ja auch mal machen können. Ach Mist. Kurz wegmachen. So. Dann so. So. Dann so. Und so. Okay. So, von vorne. Ich muss gucken, wie dick ich es dann noch mache. Ich muss erstmal, Hauptsache, die Hauptverbindung hier ein bisschen schützen. Das heißt, hier hinten muss eh nochmal ein bisschen dicker gemacht werden. So. Damit ich hier hochkomme. So. Irgendwo eine Schräge. Scheiß drauf, nehmen wir so.
Schrägen sind wirklich nicht die beste Wahl, die man hier treffen kann. Dann machen wir es einfach mal so. Sieht auch ganz gut aus. Hier müssten wir noch irgendwie zubauen. Hm. Ja, hier hätte ich es wieder so machen können. Mist. Okay. So. Ja, man gewöhnt sich an die... Also, schnell zu bauen geht eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Hätte ich mir irgendwie immer schwerer vorgestellt. So. Da würde ich mal gucken, ob man vielleicht sowas reinkriegt. Ja, da muss ein... So einer rein. Und hier machen wir noch... So zu. Nee, passt ja gar nicht. Haha. Machen wir einen Würfel. Sieht, glaube ich, auch ganz schick aus. Das so zu bauen, weil hier würde ich gerne noch zumachen. So. Okay. Ja. Also ganz, ganz krass einfach nur auf Ablutschen bestehen. Ich hätte auch einfach nur Klotz bauen können, aber ich will, wenn schon, dann sowas haben. Ob das jetzt wirklich die Beine großartig schützt vor dem Abfallen, ich bin mir nicht sicher. Hier unten muss ich vielleicht auch nochmal ein bisschen krasser rangehen. Schauen wir mal. Hier vielleicht auch nochmal ein bisschen krasser so eine Schürze noch drum bauen. Vielleicht auch vorne. Gerade vorne, würde ich sagen. So, nein. Nice. Von unten wird ja eigentlich kaum was draufballern. Aber man weiß ja nie. So. Okay. Ja. Und hier entweder so ein Block. Könnte man machen. So. So. Und hier müsste ich so eine Schräge dran machen. Die so nach hinten geht. So. Aber dann sieht das hier so nackig aus, ne? Kann ich gleich das hier wieder wegmachen? Ich kann hier nichts Schräges dran machen. Das heißt, die ganzen Dinger müssen weg. Schade. Ja, warte mal, so. Dann kann ich hier nämlich so eine Schürze dran bauen. Genau. Dann kann ich gleich direkt hier so weitermachen. Und dann sieht das wieder so unabgelutscht aus. Schade. So, wie lange nehmen wir denn jetzt schon auf? Alter, 23 Minuten. Ja. Passt schon ganz gut. Wir haben immer noch CPU, weil wir müssen ja hier auch noch ein bisschen arbeiten hier. Das können wir auch nicht so lassen direkt. Das ist mir dann doch ein bisschen zu... Naja, gefährlich. Hm. Hä, bin ich blöd gerade? Wie kann man das am blödsten hier verbinden? Hm? Machen wir einfach so. Dann würde ich hier gerne noch ein bisschen dicker machen. Wir wollen das ja auch ein kleines bisschen, muss das ja auch mal geschützt werden. Hier noch. Am besten wäre ja eigentlich so ein bisschen Triforcing ringsherum. Wobei ich hier gerade nicht mehr genau weiß, wie das ging. Verdammt. Egal, wir haben ja so viele Verbindungen. Da kann ich auch hier einfach zubauen. Immer dieses Stück. Da kriegt man Angst, dass man kein CPU mehr hat oder so. Nice. Okay, dann kann ich hier so machen. Ja. Muss ja abgelutscht aussehen, Leute. Es muss abgelutscht aussehen. Und dann gucken wir mal, ob wir das gleiche hier nochmal machen. So. Ich weiß nicht, wie man das von der Seite macht. Vielleicht arbeite ich mich da auch nochmal durch. Werden wir gleich sehen. Wir haben nicht mehr so viel CPU. Da muss man auch die ganze Zeit ein bisschen drauf achten. So.
Okay. So, haben wir schön Klotz von der Seite. Von vorne sieht das doch schon ganz schick aus. Abgesehen davon, dass man jetzt sofort sieht, das ist kein Roboter, wo jemand drin sitzt. Wäre auch ein bisschen komisch. Überlegen, ob man hier vielleicht ein bisschen breiter macht, dafür halt aber auch diese Schrägen mit reinbringt. Wie habe ich das hier gemacht? Hier habe ich einfach nur so. Vielleicht auch direkt hier so weitermachen. Vielleicht hat das ja auch einen gewissen Reiz. Wenn ich das jetzt hier vielleicht sogar noch verbergen kann. Man muss ja nicht gleich die Schwachstellen sehen. So. Dann zumachen. Na, oh, wir sind gleich fertig. Gleich sind wir am Ende. Gleich haben wir rein. Gleich haben wir nichts mehr. Kriege ich hier noch was rein? Ja. Sieht vielleicht komisch aus, aber es passt noch was rein. Wir sind direkt am Ende gleich. Von CPU-technisch. Hier könnte man eigentlich noch was hinsetzen. Ich glaube, wir machen das so. So. Bitte, lass mich das noch auffüllen. So. Okay. Das war falsch. Ich möchte gern den. So. Speedbowing ist das. Speedbowing, Leute. Wir haben 1508 Blöcke. 1508 Blöcke. Hier sieht es leider nicht abgelutscht aus. Nein. Ist auf der anderen Seite jetzt keiner gekommen. Mal gucken. Ja, 3. 1, 2, 3. Okay. Ist hier drüben jetzt 4? Ne, es sind 3. Okay. Ja, muss halt dann so bleiben. Ich hoffe, dass das ein bisschen Schutz bietet. Sieht ja sehr interessant aus. Oh, lol. Ah, hier unten sieht es echt auch komisch aus. Ist eine sehr komische Plattform geworden. Vielleicht hätte ich tatsächlich die Beine ein bisschen mehr zusammen machen können. Hätte ich vielleicht in der Mitte ein paar Blöcke gespart in der Hinsicht. Naja, mal gucken. Ich würde mal kurz schauen. In der Mitte könnte ich noch einen Block setzen, aber das ist mir eh dann... Naja, brauche nicht. Braucht man nicht. Was kostet denn so ein Schild oder irgendwas Spezielles oder so? Kosmetiksachen, was kosten die denn? Die kosten, glaube ich, ein Flop. So ein Schild hier kostet auch ein Flop. Könnte man sich ja auch mal noch mal so ein Schild holen. Oder erstmal, ja, die Flagge habe ich auch nicht. Speedometer. Naja, ein Speedometer reinbauen wäre ein bisschen dumm. Eine Headlamp braucht 10 Flop. Ich glaube hier, wenn ich mir irgendwann noch so ein Schild hole, ich glaube, ich klaue mir das jetzt mal vom Noobcar. Der hat ja mal so ein Schild hinten dran. Dann klaue ich mir das mal. Und dann können wir noch ein Schild dran machen. Ihh, was hat das denn eine Farbe, Alter? ups. Select Robo. Ja, Name weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht genau, wenn ich die nächste Folge aufnehme, ob die schon draußen ist, aber ihr könnt gerne mal einen Namen drunter schreiben in die Folge. So, aber direkt von vorne würde ich sagen. Nicht hinten, sondern vorne muss das drauf. Robo 12. Bietet einen gewissen Schutz. Nee, muss schon da sein. Oder nee, noch höher. So. Dann Farbe. Machen wir erstmal. Ja, schwarz ist halt so schlecht. Auf einer Ice Map wäre weiß ja super. Da wäre schwarz doof. Aber schwarz sieht immer so böse aus. So, dann noch ein bisschen hier. Ja, also gelb. Ich nehme immer das. Ich nehme immer schwarz-gelb, weil das einfach bei mir so eine krassen Kontrastfarben sind für mich. Oh, hier habe ich vergessen noch zu bauen. Naja, mal gucken. So, dann gehen wir damit mal im Testrobber.
Ich habe noch nie mit so einer Dings geschossen. Ihr habt ja gesehen, ich habe ja gerade meine ersten Flakguns überhaupt gekauft. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt, was das wird. Ich weiß auch nicht, ob das eine gute Wahl war mit den Beinen. Ja? Aber die Beine können sehr viel schleppen und wir können damit vielleicht auch mal auf den Berg hochlaufen, was wir mit Ketten nicht könnten. Weil die explodieren natürlich nicht. Das sind 0,62 Sekunden oder 0,63. Ich kann schön gerade hochschießen. Ich kann nach hinten schießen. Ich kann überall hinschießen. Also das ist eigentlich super, weil die kann echt ringsherum ballern. Treffen die sich gegenseitig? Nee, die können sich gar nicht gegenseitig treffen. Nice. Dann kann ich noch so springen. So. Back to the Mutti-Schiff. Wir machen noch ganz kurz Singleplayer-Action. Ich will mal sehen, wie die Dinger explodieren. Wenn die wirklich den Radius haben von einer Mega-Bay, da stand gerade Mega-Bay übrigens, dann müsste es diesen Radius haben, die Explosionsradius. Alter, das ist so krank. Aber Leute, ihr müsst euch leider gedulden. Leider müsst ihr euch gedulden. Ich möchte das gerne mit Angelo live erleben, wie ich das erste Mal die Flak mache. Angelo hat gerade mal 3 Millionen. Der ist urscht pleite. Sie kann sich einfach kein Geld leisten. Der kann sich keine Flaks leisten. Er ist pleite bis zum geht nicht mehr. So. Bam, bam, bam. Jetzt will ich mal kurz gucken. Kann ich irgendwo hochlaufen? Easy peasy hochlaufen. Mit dem kann man auch zoomen. Das finde ich sehr gut. Ja, er lässt sich hier hoch. Ja, er läuft hier ein bisschen hoch. Ich glaube schon, bei denen macht man nur halben Schaden, wenn die überhaupt treffen. Wenn die überhaupt treffen? Ich glaube, mit denen trifft man gar keine Bodenfahrzeuge. Krass. Krass, die trifft ja gar keine Bodenfahrzeuge, gar nichts. Hä, die Map haben die ja... Hä? War die schon immer so? Die sieht total abgeändert aus. Okay, die trifft schon mal gar nichts. Die Reichweite wurde geändert, Leute. Das ist noch eine wichtige Neuerung. Die haben die Reichweite geändert. Seht ihr das? Der Nebel, der ist viel weiter hinten. Das, was man sieht, kann man auch beschießen, heißt es jetzt. Das heißt, dann kommen nicht wieder irgendwo aus dem Nebel irgendwelche Schüsse raus, wenn man den Gegner gar nicht sieht. Alter, die haben gar kein Flugobjekt hier als Gegner. Was ist das für Mist? Toll, ohne Flugobjekt bringt das hier nicht viel. Aber so eine Flak, Alter, ich hab da... da hinten, da, den trifft man. Ich hab den ja gerade getroffen, oder? War nicht gerade ein Hit-Indikator? Nee, da hinten, da ist einer. Oder? Hä? Da hinten hapert was rum. Nee, ich treff gar nichts. Ach so, wenn ich direkt treffe, ich muss, glaube ich, direkt treffen. Ja, wenn ich direkt treffe, dann mache ich ein bisschen Schaden. Aber wir sehen diese Flak nicht. Wir sehen das Flak-Dings nicht. Wow, das macht richtig... Oh, Alter. Da habe ich aber ordentlich was getroffen gerade. Ja, wenigstens kann man sich ein bisschen kann man sich wehren. Wenn jemand vor dir steht... Oh, der kann da nicht runterschießen. Also ein kleines bisschen kann man sich wehren, aber wir können nicht nach oben. Wir haben kein Flugvieh. Kacke, Mann. So ein bisschen kann man sich wehren. Alter, ordentlich eigentlich. Der macht ordentlich Damage. Das Problem ist nur, er schießt halt dann langsam. Also ich glaube, für eine Flak ist es super. Für einen Nahkampf eher weniger. Aber man kann gezielt Sachen wegballern, wenn man nicht so weit oben sitzt. Ich hätte die vielleicht doch weiter unten anpacken sollen. Hätte ich die weiter unten eingebaut, hätte ich auch teilweise Gegner, die vor einem stehen, besser treffen können. Wäre vielleicht auch eine Idee. Aber im Moment funktioniert das ganz gut. Juhu! Die drehen sich so perfekt schnell mit. Guckt mal, man kann sich sogar drehen dabei. Dann ist man noch ein schwereres Ziel für den Gegner. Wenn man so schießt, dann treffen die immer irgendwas anderes. Ist, glaube ich, ganz praktisch. Gut, Leute, aber wie sich der jetzt wirklich im Kampf macht und wie das aussieht, wenn man durch den, irgendwie Himmelsviecher beballert. Hier gibt es ja keinen im Singleplayer anscheinend. Das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Also dann, liebe Freunde, ich freue mich schon auf morgen. Das wird richtig geil. Ich muss ja auch einen Tag warten, Mann. Gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenchi hier von Snoops Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.